Der Tempel der Draena läuft als Event unter einem anderen Namen, nämlich Kathedrale der Sephire. Und das Event startet in Malchers Sprung an der Wegmarke Platz. Dann gehen wir ein bisschen weiter nach rechts. Und da wartet der Historiker Wörmos auf uns. Den es zu Anfang zu beschützen gilt. Ah, this is it. The Plaza of Lights. Once a year, the ancient Orians illuminated the causeway from the temple to Doric's shrine. This plaza shimmered like a jewel. The lighting ceremony honored Doric's role as the first. Der Feuerschaman ist da. And the first to kneel at Dwayne's feet. I wonder if any of those lights remain. Looks like the lights aren't all that remain. We'll have to fight our way across. I feel good. Das ist nicht so sonderlich schwer. Schafft man zur Not auch alleine. Nun beginnt er den Weg nach oben zu laufen. Auf dem Weg werden immer mal wieder kleine Grüppchen spawnen, die es wegzumetzeln gilt. Knowledge is the greatest treasure. The statue's over by the altar, right over there. Do you think you can defeat the power of a god and an elder dragon combined? I don't think that priestess is going to let us near Dwayne's altar without a fight. Und genau den bestreiten wir dann auch. Der Kampf ist auch noch nicht so wirklich sonderlich schwer. Aber sie spawnt halt gelegentlich so eine kleine Mobgruppe. Ganz alleine sollte man das also auch nicht machen.
kürzen das Ganze mal ein bisschen ab. Legend says his love for Dwayne had drove him to leap off her temple to his death. He seemed to be reliving that. Oh, I see. Jetzt wissen wir zumindest auch, woher das Gebiet seinen Namen hat. Shield, protecting Dwayne's altar with his energy. That means he's the only one who can remove it. We must find out where his spirit's hiding and then drive him back up here to the altar. Ja, und zu finden ist er ein bisschen weiter links im Meer. Wird aber auch angezeigt durch ein Symbol. Und an die Stelle gilt es jetzt zu schwimmen. Ja, wir überzeugen ihn aber trotzdem ein bisschen, indem wir ein wenig auf ihn einhacken. Wenn das erledigt ist, schwimmt er immer ein Stückchen weiter, beziehungsweise geht jetzt an Land und läuft dann immer ein Stückchen weiter. Bleibt nach einer Zeit allerdings wieder stehen und muss dann wieder beackert werden. Das wiederholt sich so 2-3 Mal. Dann legt er hier unten, wo wir am Anfang den Historiker gefunden haben, einen kurzen Zwischenstopp ein. Ja, er setzt seinen Weg wieder ein bisschen fort,
muss aber gelegentlich nochmal überzeugt werden. Und jetzt beginnt das Finale-Event. Das Hauptevent zum Tempel der Draenor läuft. Das sollte man allerdings nicht mehr in einer kleinen Gruppe bestreiten, weil sowohl sie selbst ziemlichen Schaden raushaut, als auch in regelmäßigen Abständen Mobs spawnt, die es auch in sich haben. Also in einer großen Gruppe, wo man sich auch gegenseitig retzen kann, ist das eigentlich kein Problem. Man liegt aber trotzdem hin und wieder. Ansonsten gibt es da eigentlich keine großartigen Überraschungen. Und läuft nach dem gleichen Schema ab. Deswegen können wir das in der Stelle auch mal kürzen. Und damit ist die Eventreihe abgeschlossen. Eventreihe Tempel der Draenor erfolgreich beendet. White Bunch.